Ja, Freunde, herzlich willkommen hier wieder bei mir, Boomer80 mit einer neuen LS15 Hilfe-Tutorial. Wie fange ich an auf einer neuen Karte? So, es gibt immer wieder Leute, die mich erreicht haben. Boomer, ich möchte gern und ich brauche gern. So, na gut, haben jetzt überlegt, ich mache euch mal hier eine kleine Mod-Vorstellung, wie denn der Boomer anfängt auf einer neuen Karte. Wie ihr wisst, hat man am Anfang immer nur geringfügiges Gehalt zur Verfügung. In diesem Fall 6000 Evros. So, wir wollen uns aber gleich vernünftig ausrüsten und das heißt, wir müssen Maschinen verkaufen. Daher ist es sehr wichtig, dass man taktisch vorgeht und nicht gleich alles verkauft, sondern das ein oder andere kann man ja behalten. Aber hier, wie jetzt in diesem Fall, der kleine Hoftraktor, in meinen Augen ein überflüssiges Gerät. Und daher kommt dieser gleich zum Verkaufen. Ich nehme hier den Anhänger mit von dem Holz, von dem Holzaufladen, von dem Holzkran. Nehmen wir mal gleich mit. Da würde es der eine oder andere sagen, oh nein, Boomer, den brauchen wir doch für Holz. Ja, brauchen wir, aber es gibt dazu eine Alternative, die ich euch natürlich dann nicht vorenthalten möchte. Aber jetzt erstmal verkaufen wir das Gerät und den Traktor und alles weitere im Laufe des Videos. So. Das kann so ein bisschen dauern, bis wir hier die einzelnen Maschinen verkauft haben. Aber es ist natürlich in eurem Sinne oder in unserem Sinne, unseren Hof gleich auf, sag jetzt mal, mittelständischen Stand zu bringen, um einfach hier ordentlich spielen zu können. So, wir fahren hier mal rein zum Verkaufen. Mal auf das Tor. Wir verkaufen dann den Holzanhänger mit dem Traktor. So. Steigen wir aus und dann verkaufen wir den Traktor. Zack, zack. So, der erste Tipp, was ich euch geben kann, immer den Traktor beim Händler verkaufen. Das ist natürlich ganz wichtig, weil ihr beim Händler 20% mehr kriegt wie als über das Shop-System. So, wir können uns jetzt hier einen neuen Traktor holen oder wir können auch noch den einen oder anderen verkaufen. Der Steier, muss ich euch sagen, der Steier ist eigentlich nicht schlecht, aber mit seinen 114 PS doch ein bisschen mager auf der Brust. Ja, da kann man dann nicht großartig was wegziehen. Ist leider so, leider. Wäre eigentlich schon ein schöner Traktor. So, wir nehmen die Schaufel auch gleich mit. Als Gewicht praktisch vorne, dass man vorne nicht einmal hochlupft. Und wir verkaufen auch den Pflug. Warum den Pflug? Weil ich kein Typ bin zum Zusammenpflügen der einzelnen Felder, so wie jetzt hier die zwei Felder hinter mir oder die zwei Felder vor mir, kann man irgendwann mal zusammenpflügen, wenn man das will. Ich bin kein Freund davon, also nicht am Anfang. Daher schmeiße ich den einfach zum Teufel und kann mir den später ja immer wieder mal holen. Die sind ja nicht so teuer, dass man immer gleich einen Kredit oder was aufnehmen muss. So, wir fahren dann rein in die gute Stube. Upsa. Und natürlich verkaufen wir wieder alles, Gesamtpaket, ein Gesamtpackage, und da hoffen wir uns natürlich einen guten Preis von Klaus,
63.000, 600, 9.000, 3.000. Okay, so da war es nochmal gestanden. Man bekommt 20% mehr von dem ganzen Gedöns. Und wie ihr seht, haben wir jetzt 152.000 zur Verfügung. So, wir brauchen natürlich auch einen Traktor, das ist ganz wichtig. Und da empfehle ich euch, den ein oder anderen Mod runterzuladen bei Modhoster, bei ls15mods.com oder bei jeglichen anderen Mod-Seiten, die ihr bei Google finden könnt. Wir haben hier zum Beispiel einen Fendvario 515 mit Frontlader oder einen kleinen Hoftraktor oder einen alten Ford oder natürlich hier einen 818er bzw. einen 820er etc. etc. John Deere natürlich. Und ich möchte aber gern meinen einzigen wahren MB-Truck. MB-Truck gibt es in Frontlader, in normaler Ausführung und als Hecklader. Das Hecklader habe ich mal ausprobiert, war jetzt nicht so der Fall. Das ist der Steyr. Wir haben praktisch den kleinen Bruder verkauft. Und hier gibt es dann den großen, auch wieder mit Frontladersystem. Eine sehr gute Mod. Super geilo, macht richtig Spaß. Und hier natürlich einen Schlüter. Wir werden uns aber den MB-Truck holen, weil er natürlich 230 PS hat. Das ist dann auch einer, den wo wir längere Zeit im Besitz haben werden. Und daher ist der eine gute Wahl. Und natürlich schwarzer Rauch. Und schwarzer Rauch steht für mehr Power. Ganz klar. So. Wir fahren dann mal wieder zurück zum Hof. So. Und jetzt ist die Frage, was verkaufen wir nun oder machen wir jetzt so weiter? Wir haben noch zwei Anhänger. Die Anhänger werde ich früher oder später auch verkaufen. Aber jetzt zum Anfangen würde ich euch raten, die Anhänger zu behalten, da sie doch eine sehr gute Fassungsvolumeneinheit bieten und euch jetzt nicht so großartig auf der Tasche liegen. Wir gucken, dass wir uns noch eine Sämaschine kaufen, ups, können. Und daher gucken wir noch mal rum. Den Kalkstreuer kann man verkaufen. Das ist so ein Thema. Dann, wenn ihr Luzerne oder sonst irgendwas habt auf der Map, dann braucht ihr kein Heu machen auf normale Wiesen, sondern es reicht, wenn ihr Luzerne hier auf der Ammergauen Alpenmap anpflanzt und es mit dem Ladewagen einfach einholt. So, hier nimmt man auch den Kalkstreuer mit. Den Kalkstreuer brauchen wir nicht, weil ich wieder eine Mod drin habe, praktisch wo der Kalkstreuer überflüssig wird. Das heißt, ich habe eine Mod drin, die wo die Sämaschine beinhaltet mit Gruppern säen und düngen. Damit erleichtern wir uns natürlich schon den einen oder anderen Arbeitsschritt und müssen daher nicht düngen. Wenn einer realistisch spielen möchte, der kann sich natürlich über den normalen Shop die Direktsämaschine kaufen mit Gruppern und säen und danach weiter düngen. Und durch das, dass ich da sehr, sehr, sehr viel allein spiele im Singleplayer-Modus, ist es natürlich ratsam, so eine Mod zu haben, weil ihr dann einfach, einfach einen Arbeitsschritt weniger habt. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Das wird aber dann auch im Laufe des Spielserlebnisses herausfinden. Und runterladen könnt ihr die eigentlich auch überall. Die Mods sind überall alles frei erhältlich. Man müsst selber ein bisschen googeln oder mal ein bisschen rumschauen bei Google oder einfach mal googeln. Ja, so. Wir verkaufen dann hier die ganze Chose. Ja, haben wir 86.000. Da kommt es jetzt nur drauf an, was wir denn jetzt noch so machen. Wir haben ja noch einen normalen Traktor.
haben wir ja noch. Den würde ich auf alle Fälle behalten, den Deutz, da er eigentlich seine Zwecke erfüllt und ihr den später immer wieder ersetzen könnt durch einen großen Deutz im normalen Pack oder durch einen gemoddeten eurer Art, eurer Lieblingsart. So, hier haben wir dann das Stroh-Einschmeißgerät, braucht auch kein Mensch, da man mit dem Heuwagen hinten rückwärts ranfahren kann und hier das Stroh einfach so einschmeißen könnt. Wer realistisch spielen möchte, wieder könnt ihr behalten, aber muss man nicht unbedingt. So, wir fahren dann das hier zum Verkaufen. Wir hoffen uns dann, dass wir gute 100.000 beieinander haben, dass wir uns die mittelgroße Seemaschine leisten können, und dann haben wir eigentlich schon das Großteil erreicht und wir können eigentlich dann zur Ante schon anfangen. Wie schon gesagt, der M-Betrag hat ziemlich viel PS und daher auch eine Zeit lang auf dem Hof beschäftigt, sagen wir mal so, bis man Geld hat für neuere oder größere oder stärkere Maschinen. Aber ich sage mal so, zwischen 200 und 300 PS reichen eigentlich vollkommen aus. Alles hinüber hinaus macht Spaß und ja, kann man haben. Ja, also ich selber fahre auch ein Fendt 936. Macht da richtig gut Laune, muss ich sagen. Und ich kann euch verstehen, der große Maschinen haben möchte. Daher, ja, daher wünsche ich euch viel Spaß natürlich mit euren großen Geräten. Es gibt Maps, da müsst ihr aufpassen. So wie bei der Wildbachtal-Map. Die haben enge Straßen. Da ist es dann nicht sehr ratsam, mit einem 936er Fendt die Häuserumgebung abzufahren, weil das einfach nicht hinhaut, leider. Da eher dann auf die kleinen Maschinen setzen, dann auch wieder ein bisschen schauen bei Modhoster oder bei ls15mods.com oder bei mods2015.com und ach, schlag mich tot, wie sie denn alle heißen, ob ihr stärkere Maschinen aber in klein bekommt, so wie der 820er zum Beispiel. Der hat 200 PS, ist nicht arg groß und lässt sich in der Wildbachtal richtig schön fahren. Im Gegensatz zu dem 936, der ist dann schon ein bisschen zu groß. Und da muss man dann auch immer wieder nach Karte variieren. Das ist der nächste Tipp, was ich euch geben will. Ja, guckt euch die Karte an, bevor ihr da irgendwas kauft, ob ihr da durchkommt, ob die Breite passt und ob der Traktor da überhaupt fahren kann, ist natürlich auch immer wieder so eine Sache. Nicht alle Traktoren haben einen kleinen Wendekreis, manche brauchen ein halbes Fußballfeld und das ist dann ziemlich ärgerlich, wenn man da Geld ausgegeben hat für einen Traktor, wo man dann am Ende gar nicht brauchen kann, weil er einfach zu, ja, sperrig oder zu groß ist. So, jetzt verkaufen wir das noch. Zack, zack. Da haben wir dann. Natürlich gehen wir dann wieder in meine Mod-Ordner rein. In meinen Mod-Ordner holen wir die Seemaschine raus. Für 99 Düsig. So. Und dann steigen wir wieder in unseren Einbetrag. Holen die dann da hinten beim Heinz ab. Vorne ist der Klaus, hinten ist der Heinz. Alle, die wohl ein bisschen so auf Twitch unterwegs sind, die wissen, was ich damit meine. So, koppeln wir den an. Dann haben wir auch schon unsere Seemaschine. So, wie ihr seht, zieht die eigentlich recht gut weg. Ja, die zieht eigentlich recht schön hinter sich her.
was mit dem neuen Patch 1.3 für die Fahrdynamik von den Maschinen auch wieder ein bisschen anders geworden. Da haben sie sich dann müsste aufpassen, da die fangen dann wieder gleich wieder mehr zu rutschen an. Ich habe den Mod wieder runtergetan, habe wieder zurückgesetzt auf 1.2. Ja, um einfach euch jetzt hier auch das zeigen zu können, weil nicht alle Mods sind 1.3 kompatibel. Und natürlich hier dann unser Saatgut aufladen. Ja, das werde ich jetzt nicht machen, weil wir das noch gar nicht brauchen, sondern ich würde erst die Sämaschine auffüllen, wenn ihr sie brauchen solltet. Ansonsten natürlich leer lassen, weil das jetzt dann am Anfang dann euer Budget ziemlich schnell ins Minus treiben kann. Und ja, sucht so eine schöne Stellfläche für den Anhänger. So. Richtet eure Traktoren natürlich immer mit einem Frontgewicht aus. Das ist ganz, ganz wichtig, Frontgewicht. Ja, ich will jetzt sagen lebensnotwendig, aber man sollte es schon in Betracht ziehen, den Traktor mit einem Frontgewicht auszurüsten. So, da fahren wir hier hin. Wie ihr selber seht, schlingert der schon ein bisschen. Und ich glaube, ich habe jetzt alles verkauft, was ich so verkaufen möchte. Ja, und das andere kann man dann alles wieder neu dazu kaufen. Und fahren wir nochmal schon da hinten, da sind die Anhänger drin. Gut, die brauchen nur einen anderen Stellplatz, aber das ist jetzt kein Problem. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Jawohl. Und wir sehen, mit 13.500 Euro kann man dann schon ein bisschen was anfangen. Wir haben zwei Traktoren, praktisch einen zum Weizen abfahren, einer nachher zum Stroh einsammeln, etc. pp. Und das war's eigentlich von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte in die Kommentare. Alles weitere unter twitch.tv/boom81. Bin ich gern für euch da. Bis dann, meine Freunde. Haut rein. Tschüss.